Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Mechabellum. Ich habe ein richtig interessantes Spiel für euch. Und zwar wird unser Gegner die Taktik nutzen, die bei mir letztes Mal so gut funktioniert hat, mit Vulcan und Marksman in Kombination. Wie wir dagegen ankommen, seht ihr in diesem Video. Wir starten mit Crawlern und Taranteln. Und ich habe die Spezialisierung mit dem Panzer ausgewählt, den man in Runde 2 bekommt, dem Sabertooth. Und hier habe ich erstmal lange überlegt. Ich kommentiere das übrigens im Nachhinein. Also zu dem Zeitpunkt konnte ich keine Tonaufnahme machen. Und dachte, falls ein cooles Spiel entsteht, nehme ich trotzdem mal auf. Und kann ja im Nachhinein drüber quatschen. Genau. Ich platziere jetzt hier die Crawler hinter den Türmen direkt, dass die, ja, weil die sind ja relativ schnell, die werden jetzt vor die Sniper und vor die Taranteln vorne dran laufen, bevor wir mit den gegnerischen Einheiten aufeinandertreffen. Dann die dritte Packung Crawler habe ich weiter hinten platziert. Das ist dann quasi die zweite Welle von Kleinkram, also Chaff, der auf die gegnerischen Einheiten trifft. Das heißt, wenn hier die ersten zwei vorderen zwei Batterien von Crawlern tot sind, dann kommen die hinten dran nach. Ich habe mich dann doch entschieden, sie in die Mitte zu setzen, habe es aber ein bisschen vercheckt und die sind nicht ganz mittig platziert. Wäre jetzt natürlich besser, gerade weil er links, also auf seiner Seite rechts, die stärkere Aufstellung hat, wäre es natürlich besser, wenn wenigstens ausgeglichen die Aufteilung wäre, aber ist jetzt nicht so dramatisch, ne? Erste Runde geht an den Gegner. Aber ja, passiert, da konnten wir jetzt nicht viel machen. So, hier weiß ich gar nicht mehr, was ich genommen habe. Spricht mich jetzt nichts wirklich an. Ja, überlege ich auch zu skippen, wie man sieht. Die Maus ist schon drüber. Und dann habe ich es auch gemacht. Jetzt hier der kostenlose Stufe 2 Sabertooth. Mag ich einfach gerne. Sieht cool aus. Macht gut Schaden. Ja. Genau. Die Geschwindigkeit ist 8 Meter pro Sekunde. Und alles so in dem Geschwindigkeitsbereich, was so 100 Reichweite oder weniger hat, wollt ihr so vor die Türme in der Linie platzieren. Ne? Wie hier jetzt die Panzer und die Taranteln. Und die schnelleren Sachen dann weiter hinten, weil die kommen in den ersten paar Sekunden dann ja schneller voran, weiter nach vorne. Sonst treffen die Einheiten nicht gleichzeitig aufeinander, sondern werden einzeln weggemacht. Und das ist natürlich nicht so gut. Hier hole ich jetzt noch Fangs dazu. Die übernehmen eine ähnliche Rolle wie die Crawler. Also auch dieser Chaff, also Kleinkram. Der die anderen Sachen ablenkt. Ne, die Sniper zum Beispiel schießen dann nicht auf unsere Panzer, sondern auf den Kleinkram. Ich entschließe mich dann dazu, die hier in der Mitte zu platzieren. Und die Fangs sind halt deutlich langsamer als die Crawler. Das heißt, sie kommen nochmal später an. Das sind dann quasi die dritte Welle an kleinem Zeug, was ablenken soll. Damit immer irgendwas da ist, was die Sniper ablenkt. Wie ihr seht, er hat jetzt 6 Sniper mittlerweile, der Gegner. Also auf jeden Fall eine sinnvolle Entscheidung. Okay. Ah, die Runde sieht jetzt aber gut aus. Die Sniper sind fast alle down und bam. Und das nur durch bisschen mehr Kleinkram. Naja, eigentlich war der Kleinkram noch gar nicht relevant. Es lag eher an den Panzern jetzt, aber egal. Also der Kleinkram war schon relevant, aber nicht der Neugesetzte, nicht die Fangs, sondern die Crawler, die schon davor da waren. So, hier überlege ich jetzt, was ich nehme.
Genau, die Mustangs habe ich geholt. Also es ist schon ein paar Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Deshalb bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, was ich mir dabei gedacht habe. Ich gehe davon aus, dass ich nicht wehrlos sein wollte gegen Flugeinheiten. Also wenn er jetzt zum Beispiel Wespen links oder rechts platziert, ne, dann könnte das natürlich ja ziemlich blöd sein, wenn man nur Panzer hat und Crawler und ja, zwei Sniper, naja, wird nicht ausreichen dafür. Genau. Auch die Mustangs sind ziemlich schnell und sind dann schnell vorne und sind auch so eine Art ja, Kleinkram, der ablenkt, aber selbst auch ein bisschen mehr Punch hat. Genau, die Steel Balls, die sind gut gegen einzelne Einheiten, zum Beispiel gegen die Panzer. Und ja, die schmelzen quasi mit so einem Strahl wie der Melting Point, aber sind eben kleiner und günstiger. Und man hat halt vier Einheiten. So, die Tarantel kassiert ein paar Sniper-Schüsse. Ne, da wäre jetzt vielleicht mehr Kleinkram gut gewesen. Das ging relativ schnell. Zwei Vulcans sind natürlich heftig. Aber wie ihr seht, kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. Und eine weitere Runde geht an uns. Okay. Hier hatte ich mich, soweit ich weiß, für die Rauchbombe entschieden. Genau. Ja, bei den Platzierungen der verschiedenen Fähigkeiten verkacke ich ab und zu. Bin ich ehrlich. Und ah, eigentlich hätten wir es jetzt anhand der Reichweiten vielleicht besser abschätzen können. Aber mal sehen, wie es einschlägt. Ich bin mir jetzt auch nicht sicher. So, weitere Packung Steel Balls, damit es auf beiden Seiten gleich ist. Und ich lasse gerne zwei Felder frei zwischen den Einheiten. Ja, falls eine Rakete einschlägt oder so, werden nicht beide Einheiten vernichtet. Genau, dann habe ich noch Wespen dazu geholt und noch für 50 Dollar oder was auch immer, 50 Supplies aktiviert, dass ich eine weitere Einheit setzen kann. Und jetzt nochmal auf beiden Seiten eine Einheit Wespen. Auch die sind wieder ziemlich schnell. Deshalb werden sie relativ weit hinten platziert. Und die kontern eigentlich sowohl die Sniper als auch die Vulcans ziemlich gut. Die Sniper können zwar auf fliegende Einheiten schießen, aber da es halt viele kleine sind und die Sniper ja, machen Schaden gegen einzelne Ziele, relativ geringe Feuerrate, aber hoher Schaden. Ne? Gut für Sledgehammer, gut für Steel Balls. Schlecht für Wespen und Crawler und Co. Und die Vulcans, die können halt gar keine fliegenden Einheiten angreifen. Ne? Also jetzt in der Runde stinkt er ziemlich ab. Da hinten ist noch eine Rakete von ihm eingeschlagen, aber nicht so schlimm. Ja, die hat er wohl platziert, falls ich von der Flanke komme. Aber hatte ich in der Runde überhaupt nicht vor. Dann habe ich mich hier für die Typhoons entschieden. Mag ich einfach gerne, muss ich ehrlich sagen. Fühlt sich cool an, sehen cool aus. Ich hatte schon sehr, sehr gute Runden damit, aber ich hatte auch manchmal Runden, die nicht so gut funktioniert haben. Ja. Muss ich noch ein bisschen mit experimentieren, auf jeden Fall. So, dann habe ich mir noch mal mehr Geld geholt,
Dafür kriegt man dann in der nächsten Runde weniger. Also plus 200 in dieser Runde, minus 300 in der nächsten. Will man natürlich nur machen, wenn man denkt, es geht nicht anders, um den Todesstoß zu setzen oder um selbst nicht kaputt zu gehen. Genau. Und ja, wenn man das in frühen Runden macht, kann das halt sehr nach hinten losgehen, weil man dann halt in den nächsten Runden weniger hat und insgesamt Verlust macht. Und deshalb, das in Runde 5 schon zu machen, da muss man sich schon relativ sicher sein oder ein absoluter Notfall. Er hat auch die Typhoons geholt und hat halt schon viele Scharfschützen. Auch manche auf Stufe 2. Zwei Vulcans, die haben auch gute Schaden gemacht. Aber im Endeffekt, durch den ganzen kleinen Kram in Kombination mit den anderen Sachen, ja, konnten wir die Runde noch an uns reißen. War jetzt aber nicht die letzte Runde, ne? Das heißt, im Endeffekt ist es jetzt schon nach hinten losgegangen, dass ich mir mehr Supplies geholt habe, weil jetzt habe ich diese Runde 300 weniger und er ist noch da, ne? Wenn er jetzt irgendwie einen krassen Move macht und ja, dreht das Spiel um, das Momentum, also das ist tatsächlich meistens so oder sehr oft, finde ich, man liegt die ganze Zeit vorne. Und wenn man dann gegen Ende eine Runde verliert, dann das wieder rumzudrehen, ist richtig schwer. Also nicht unmöglich, ne? Aber von Spiel zu Spiel auch unterschiedlich. Aber da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und ja. Supplies etwas zu früh. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Also ich habe nochmal Typhoons geholt. Sabertooth. Die Typhoons haben auch alle ein Schild. Das heißt, die Einheiten drumherum sind auch geschützt. Let's go. Schauen wir mal, wie jetzt diese Runde läuft. Sieht schon sehr, sehr cool aus, wie die beiden Armeen aufeinander zulaufen. So, er hat einen dritten Vulcan. Er verändert halt nie was an seiner Aufstellung irgendwie, ne? Er hat immer nur mehr gemacht, aber nicht mal irgendwie was anderes, was mich aus dem Konzept bringt oder irgendwas kontert. Naja, genau genommen kontert er schon irgendwie alles, ne? Weil er hat die Vulcans gegen den Kleinkram. Und die Arclights auch noch. Und dann die Scharfschützen für die großen Sachen, aber ja, er hätte vielleicht mehr seine Strategie ändern sollen. Aber ja, war ein gutes Spiel. Ich fand's spannend, deshalb wollte ich es euch mal zeigen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.